Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück mal wieder bei Banished Projekt Mega Village. Also, auf eure Bitten hin habe ich dann jetzt doch mal, die letzten Parts, die waren nämlich schon früher aufgenommen. Auf eure Bitten habe ich jetzt mal den Mauszeiger wieder drin. Ich hoffe, man sieht ihn wieder. Das war auch nicht beabsichtigt, dass der nicht drin war. Das war eine Einstellung bei Fraps, die ich aus Versehen wohl irgendwie vorgenommen haben muss. Dann hat man den Mauszeiger nicht gesehen. Und das ist ein wenig irritierend, wenn man dann rumklickt, Häuser anklickt, Sachen anklickt und dann sieht man aber nicht den Mauszeiger, sondern nur wie irgendwo Bildchen auftauchen. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen habe ich den Mauszeiger jetzt also wieder drinnen. So, jetzt wollen wir eben was gucken hier. Das soll eigentlich... wollen wir mal schauen hier, ganz kurz, bevor ich weiter laber. Was soll ich sagen? Also, Mauszeiger wieder drin und ich habe die Lautstärke der Musik ein wenig verringert, weil da ganz viele Leute geschrieben hatten, die Musik wäre zu laut. Kam mir jetzt gar nicht unbedingt so vor, aber die ist jetzt auf jeden Fall verringert, wenn das übernommen hat. Ja, die Musik ist jetzt bei 25%, man hört die jetzt wahrscheinlich kaum noch. Ganz leise im Hintergrund, weil viele hatten gesagt, die Musik wäre zu laut. Habe ich beim Spielen jetzt selber gar nicht so mitbekommen oder erlebt, dass das zu laut wäre. Aber jedenfalls hört man jetzt nur noch den Regen, das Holzfällen. Ich muss ja sagen, dieses Holzlager hier gefällt mir richtig gut. Das ist mal Feuerholz. Warte mal, können wir mal ausrechnen, wie viel auf so ein maximal... Ich glaube, das ist maximal groß. Wie viel da drauf passt. 5.400. Und dann 5.800 oder so. 5.700. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Ist ja noch nicht ganz voll. Aber schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was war denn eigentlich geplant? Ich habe jetzt wieder zig Tage nicht gespielt. Ich weiß, dass wir den Steinbruch geleert hatten, genau, und dann umgezogen sind hierhin. Das ist ja soweit auch ganz schön. Und die arbeiten auch hier. Die wohnen dann halt dann trotzdem hier in der Nähe. Da hinten wohnen ja auch noch welche. Das ist noch okay vom Weg her. Wir können mal eben schauen, wie weit laufen die denn bis zu dem Steinbruch. Ja gut, maximal bis da oben. Das ist in Ordnung. Also das ist noch in Ordnung. Die bringen das Zeug dann trotzdem nach hier. Das ist auch okay. Man könnte jetzt natürlich hier noch in die Nähe, wenn man will, kann man hier noch was hinbauen an Lagern. Dann laufen sie noch weniger weit. Da ist gerade ein Händler aufgekreuzt, ich habe das mitbekommen. Na, so kann man das natürlich auch noch machen, dann bringen sie es noch weniger weit. Die Häuser sind aber erstmal, die lassen wir da. Den Steinbruch, das Loch kriegen wir eh nicht mehr weg. Dann haben wir hier oben uns schon eindeutig ziemlich erweitert. Da ist dieser komische Klotz in der Mitte. Ich muss ja eben gucken, was der Händler dabei hat. Stein! Das hatte ich bestellt. Genau, ich hatte Stein bestellt, weil ich hatte mir gedacht, wir können ja mal ein bisschen, Feuerholz eintauschen gegen Stein und das werden wir auch machen. Haben wir das Limit für Kohle höher gesetzt? Ja, ne? Weil das genau gerade auf 500 ist. Dachte ich, vielleicht ist 500 das Limit. Nein, das Limit ist 5000. Gut, wir tauschen mal ein wenig Stein. Was würdest du denn für alles? Das ist wahrscheinlich zu viel. 8000. Da bräuchte ich 2000 Feuerholz. Ja gut, dann gib mir mal 500 Stein. Das kostet dann 4000. Dann kriegst du 1000 Feuerholz. Wir haben aber ja auch noch 14.000 so. Insofern würde ich fast sagen, wir warten kurz, bis er die nächsten... ich bin mir das mal eben dahin, bis er mir die nächsten 1000 hier hingebracht hat und dann kaufen wir noch die restlichen 500. Wisst ihr? Wird das eigentlich automatisch direkt, irgendwo eingelagert oder müssen die das dann von dort abholen? Wahrscheinlich müssen sie es von dort abholen, ne? Dann lagern sie das dann auf den freien Felderflächen, irgendwie ein. Aber ich warte jetzt erst einmal, dass neues Feuerholz gebracht wird. Denn momentan... Wie ist das denn mit Stein? Wo ist denn Stein? Ich sehe es gerade gar nicht. Da, Stein. 194. Ja, die bringen das von hier. Also es wird erst dort einen hingebracht und dann bringen sie das jetzt irgendwo hin. Auf irgendwelche Lagerflächen, wenn ich das richtig sehe. Im Endeffekt sollten sie es einfach dahin bringen. Das wäre vielleicht das Klügste. Weil Stein haben wir ja gebraucht und jetzt kann man so natürlich ganz gut das kaufen. Feuerholz ist noch kein neues gebracht worden. Warten wir halt mal noch ein bisschen. Ja, was ist denn unser Plan? Wie gesagt, ich habe ein paar Tage nicht gespielt, also muss ich nochmal eben hier reinschauen, auch wenn das für euch erst gestern war, der letzte Part. Für mich ist das ein bisschen länger her, deswegen muss ich nochmal kurz mit Überblick verschaffen, was denn Sache ist. Deswegen mache ich mal eben ein bisschen langsamer. Bauarbeiter haben wir gerade zu viele. Irgendwas, was wir nachstocken müssen. Können die beiden ja noch, komm, wir machen es mal auf 30. Dann machen wir hier 15 und da 15. So, dann machen wir 30. 6, 5 ist in Ordnung, dann können wir noch einen zupacken. 2, 16. Herbalist habe ich momentan keinen, die sind aber auch voll gesund. 16 von 16, 4 von 4, 12 von 12, 20, 20, 16, 17, 37, 2. Ah, okay, 12 Leute übrig.
Ja, schön. Was sagen denn unsere Statistiken letzte Jahre? Food, wir verbrauchen momentan. Wie viel haben wir denn gerade überhaupt? 32.000 brauchen wir. Wir haben letztes Jahr produziert 40.000 knapp. Sind also da mehr als genug im Plus. Bei dem Feuerholz mache ich mir auch gar keine Sorgen. Da haben wir jetzt wahrscheinlich etwas mehr verbraucht dieses Jahr, weil ich ja jetzt 1.000 gehandelt habe. Aber das ist ja kein Problem. Und Kleidung, Alkohol, ja, wir können auch mehr Alkohol produzieren. Kleidung und vor allem auch dieses Werkzeug, das reicht noch. Ansonsten, was sagen unsere Grafen? Können wir eben nochmal auf, warte mal, wir sind jetzt im Jahr 59, ne? Wir können aber trotzdem mal auf 50 Jahre gehen, dann sehen wir es besser. Population. Food, immer noch weiter nach oben. Stämme, immer noch weiter nach oben. Stein, zwischenzeitlich ist sehr gedroppt, jetzt aber ein bisschen gefangen, dadurch das Verkaufen. Feuerholz. Kohle geht wieder hoch, Tools gehen wieder hoch. Herbs bleiben gleich, weil keine verbraucht werden. Und Kleidung, Alkohol. Nomaden haben wir gerade keine. Und Trade-Items kaufen wir weiterhin. Alles, was so angeliefert wird, kaufen wir. So, wir haben wieder 1000 Feuerholz. Dann kaufen wir die restlichen 500 Steine auch noch, würde ich sagen. Und dann, sage ich dem mal beim nächsten Mal. Warte mal, was brauchen wir noch? Holz haben wir, das haben wir. Eigentlich brauchen wir nichts. Kannst einfach wieder Stein mitbringen. Dann würde ich sagen, traden wir das noch. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Haben wir nämlich jetzt ungefähr 1000 Stein und hatten vorher irgendwie 100 oder so. Das heißt, mit dem Handel. Und ich meine, was sind schon 2000 Feuerholz? Wir haben so viel, das macht ja gar nichts, wenn wir da mal ein bisschen was von raushauen. Ja, wie gesagt, das waren eure Hinweise. Also Sound leiser machen, Mauszeiger wieder drin. Und das sollte eigentlich jetzt beides besser sein. Das heißt, Sound nicht leiser, sondern halt die Musik leiser machen. Das habe ich aber gemacht. So, wir sind wieder am Nahrungslimit. 65.000. Ist in Ordnung. Stört mich nicht, wenn wir am Nahrungslimit sind. Dann ist es auch kein Problem, wenn momentan ein bisschen was verdorrt, vertrocknet, verfriert. Wie wir da entgegentreten können, natürlich können wir weiter Häuser bauen. Nochmal eben schauen, wie viel haben wir jetzt bei den Häusern. 103 Häuser haben wir, 127. Ja, es könnten schon noch weitere Häuser gebaut werden. Aber haben wir echt erst vor kurzem noch viel gebaut, ne? Und wir haben einfach so viel Nahrung, dass das kein Problem wäre, noch mehr zu bauen. Die Frage ist jetzt nur, in welche Richtung halt, weil... Wo wollen wir hin? Wir können weiter nach hier. Da ist noch viel Fläche, da ist noch wirklich viel Fläche. Den Herbalist können wir auch wegmachen, da haben wir hier noch ein Riesenareal. Oder tatsächlich hier oben weiterbauen. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Also ich hätte mal Lust, dass wir einen Marktplatz, wohl ich weiß gar nicht genau. Also ich möchte eigentlich, eine Alkoholproduktion hier oben mal. Oder... Achso, wir haben noch einen Friedhof gebaut. Ist eigentlich fertig geworden? Ja, ne? Genau, hier haben wir noch einen Friedhof gebaut gehabt, einen neuen. Der ist fertig. Ja, das ist schön. Wo kommen denn hier zum Beispiel die Leute her? Von dort. Man könnte natürlich da noch ein Haus hinbauen. Gut, das macht jetzt auch keinen Unterschied, aber... Kann man ja machen. Hat ja da ein Häuschen. Schön, ne? Nee, aber was ist denn der Plan? Also ich, eigentlich ist meine Bauweise ja immer so. Häuser, Felder, Tiere. Aber davon brauchen wir momentan gar nicht noch mehr. Und Häuser an sich nehmen nicht viel Fläche ein. Und die Frage ist dann, wo bauen wir Häuser? Wir können hier noch eine weitere Reihe Häuser dran bauen. Wieso geht das da nicht? Da ist das Lagerhaus im Weg, ne? Blödsinn. Naja, gut. Machen wir das so. Und dann hier oben mal eine Reihe Felder für Alkohol. Und ich hatte da unten ja schon angefangen damit. Und da wird produziert aus Birnen. Dann lassen wir das mal dabei, machen weiterhin Birnen. Und da machen wir hier oben noch mal eine ganze Reihe Produktion an Birnen. So, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen, die Mine. Die Mine ist kaputt gegangen, die ist leer. Das war Eisen. Ja, macht gar nichts. Insofern also die jetzt einfach abreißen. So, wir brauchen natürlich Bauarbeiter. Und dann können wir direkt die nächste... Haben wir schon welche fertig gehabt oder habe ich die nur auf geplant gesetzt? Da sind auf jeden Fall zwei geplant. Können auch erstmal noch hier drüben bleiben. Wir können ja hier noch eine Mine hinbauen sicherlich, oder? Mal eben schauen. Bevor wir jetzt ganz woanders hingehen, können wir erstmal hier noch weiterbauen mit Minen.
baue die schon mal beide. Und dann, wenn die fertig sind, pausiere ich die einfach von der Arbeit her. Und dann machen wir eine davon schon mal zu Eisen. So, ein Händler ist gekommen. Was hast du dabei? Stein. Ja, je mehr man kauft, desto mehr bringt er. Jetzt hat er 4000 dabei. Wenn ich das jetzt alles kaufen würde, müsste ich schon 32.000 ausgeben. Das möchte ich natürlich nicht. Aber wir können nochmal ein bisschen was kaufen. Und dann haben wir auch erstmal genug. Nochmal 500. So viel brauche ich nämlich momentan gar nicht. Wir haben jetzt schon wieder hier 1100. Aber ihr seht, man kann ohne Probleme, wenn man erstmal eine gute Feuerhausproduktion hat, kann man sowas ohne Probleme handeln. Kannst du aber beim nächsten Mal mal Eisen mitbringen. Achso, nee, das ist gar nicht der. Das ist ein anderer Händler. Aber egal, du kannst trotzdem Eisen mitbringen, wenn ich es denn finde. So. Und Seeds sollst du nur zufällig mitbringen. Ciao. So, also, Minen. Baut mal die Minen fertig, bitte. Und dann können wir noch eine zweite Alkoholproduktion bauen, finde ich. Also so einen zweiten Gastwirt. Eine Taverne. Können ja direkt noch hier neben eine bauen. Und dann hier noch ein paar Häuser hin. So machen wir das. Ja, man hört die Musik jetzt zwar noch leise im Hintergrund, aber nicht mehr so laut. Das ist vielleicht besser, ne? Gut, mehr bauen, mehr bauen, mehr bauen. Denn wenn wir viel Zeug haben, können wir auch mehr bauen. Produzieren die denn eigentlich in Ordnung? 750, 660, 325, was ist denn bei euch los? 600, 700 klingt okay, aber 300 klingt nicht okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wenn wir jetzt demnächst mehr Leute haben, als wir brauchen können, dann werden wir das so machen, dass wir auf die ganzen Felder mal noch einen zweiten Farmer bauen. Bauen soll ich schon, einen zweiten Farmer zuweisen. Aber momentan reicht das noch so, wie es ist. Ich will das Limit für die Nahrung jetzt auch nicht noch höher setzen. Ich finde schon, 65.000 ist schon sehr viel, wenn man bedenkt, dass wir in einem Jahr 30.000 verbrauchen. Wir haben jetzt also für 2 Jahre noch auf Lager sozusagen. Und deswegen, genau, immer wenn die ernten, wenn die jetzt am Limit kommen, dann wird natürlich auch nichts mehr fertig geerntet, weil die lassen das dann stehen, wenn die Lager voll sind. Aber das ist halt dann jetzt so. Warten wir so lange, wir lassen das jetzt so lange bei der derzeitigen Nahrungsproduktion, bis die eben nicht mehr jedes Jahr so ein Plus haben. Dann können wir wieder erweitern. Es macht ja auch im Endeffekt jetzt nichts, ne? Ob das jetzt vertrocknet oder nicht. Natürlich ist es ineffizient, weil die Leute jetzt nicht arbeiten, aber ne, macht ja nichts. Ist ja egal. Sieht halt lustig aus. Und ich finde das schön, wenn man 65.000er Limit hat und trotzdem alles voll ist. Und wir bauen ja auch schon fleißig neue Häuser. Insofern sollen die sich nicht beschweren. So, Pier. Und das Limit setzen wir mal auf 1000. Und jetzt hätte ich gerne halt da oben noch eine Reihe von Plantagen für Birnen. Machen wir dazwischen was frei, ja, ne? Machen wir einmal eins frei. Ernsthaft? Ach ja, da kommt die Hütte. Ja, machen wir hier ein 13x15er hin. So, ihr fällt erstmal fleißig, ne? Straßen bauen wir auch. Also es geht jetzt so ein bisschen in Richtung Alkoholproduktion hier. Deswegen weitere Birnen und dann bauen wir da noch so 2 Tavernen in die Nähe und dann bauen wir da noch Lagerhütten und dann bauen wir da noch weitere Felder. Ist ganz gut, dass hier so viele Farmer wohnen. Dann können die nämlich alle schön da die Bäume fällen. Das geht jetzt ziemlich schnell. So, ein Händler ist da. Was hat er dabei? Chestnut und Pumpkin. Haben wir das beides schon oder haben wir das nicht beides schon? Chestnut und Pumpkin. Lass mich mal gucken. Ich sehe weder noch. Ich sehe weder noch. Das heißt, wir kaufen beides. Das heißt, wir kaufen beides. So, warte mal. Machen wir das mal so. 1000. Mal eben die Zeit ein bisschen zurücksetzen hier. 1000. Da den Rest natürlich auch noch. Die müssen wir loswerden. Und da noch die 400 Kohle. Jetzt sind wir bei 6000. Was willst du für beides haben? 5000. Ja gut, dann haben wir das ja schon. Brauchen wir gar nicht alles. Dann machen wir weniger hiervon.
So, 5002. Trade. Und jetzt tschüss. Und das kann dann auf 0 gesetzt werden, denke ich mal, weil davon haben wir nichts mehr, glaube ich, von den Codes. Oder, warte mal, lass mich mal gucken im Inventar. Warm Codes 631, insgesamt 631. Nein, haben wir keine Hide Codes mehr, dann können wir das auf 0 setzen. Kohle können wir auch auf 0 setzen, brauchst du keine neue mehr hinbringen. Nein, du sollst da nichts mehr hinbringen. Und Feuerholz kann auf 1000 bleiben, bring ruhig mal noch 1000 mehr. Machen wir 2000 Feuerholz dahin. Da brauchen auch gar nicht so viele Arbeiten, 2 Leute reichen eigentlich. So, dann haben wir jetzt nämlich, das ist ganz interessant, haben wir bald alles voll. Fehlen jetzt noch 4 Fruchtbarkeiten, dann haben wir alles. Schön, ne? So mag ich das. Natürlich geht die jährliche Nahrungsproduktion auch runter, wenn man die Lager voll hat, weil dann halt die Hälfte nicht mehr geerntet wird. Eigentlich ist die Produktion ja dann noch sehr viel höher. So, und hier hätte ich gerne erstmal das pausiert die Arbeit. Warte mal, nee. Pierce pausiert. Und dann sollen da jeweils 3 Leute arbeiten, genau. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die Lager, die sind auch fast voll. Das heißt, da brauchen wir noch weitere. Machen wir das mal so. Wir bauen erstmal Häuser. Wenn ich 2 mache, ist das in Ordnung oder soll ich lieber 3 machen? Wie weit geht denn das dritte da drüber? Na schon so ein bisschen, ne? Machen wir mal nur 2. So, und dann bauen wir da noch Lager. Oder zumindest das eine. Ich glaube, das wird sowieso nicht ganz genau, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber macht ja nichts. So wollte ich das eigentlich, dass halt die Fläche dahinter genutzt wird, aber da bleibt dann ein bisschen was frei. Macht ja nichts. Wir können ja zumindest dann das Kleine hier noch... Ja, nee, bringt auch nicht wirklich was, aber gut. Machen wir das so. Ne, und dann machen wir da noch eine Straße rein. So, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr baut das jetzt. Ach so, genau, die Minen. Stimmt, die habe ich schon mehr vergessen. Ich baue immer irgendwas und dann vergesse ich das. Also, wir sollten eine Mine wollte ich mit Eisen machen, die andere wollte ich pausieren. Die machen wir dann mit Eisen und dann machen wir hier wieder bei den Minenarbeitern, machen wir wieder 30 hin und dann haben wir das genau wie vorher, nur dass halt die eine Mine ausgetauscht wurde. So, jetzt haben wir da wieder 30, da 15 Eisen, Kohle, die bleibt pausiert und dann kann die Produktion erstmal noch hier weitergehen, weil dann später soll die Produktion natürlich dann zum Beispiel hier verlagert werden oder wir können auch hier dann sicherlich noch Minen bauen, aber erst einmal können wir ja die Sache da noch nutzen, weil die vorherige Mine war hier, da ist schon das Lager, die Schmiede sind hier, also macht es mehr Sinn, wenn wir die noch hier haben momentan. Wir können jetzt mal, wenn das geht, ich wüsste jetzt gerade nicht, warte mal, mal schauen, irgendwo einen Tunnel hinbauen, das wäre schon cool, aber das ist wahrscheinlich überall eine Mine im Weg. Ja, hier bringt es dann auch nicht mehr viel. Da ist man dann schon quasi durch. Oh, hier kann ich einen bauen. Dann bauen wir da mal einen Tunnel hin. Dann können die nämlich schneller rüber. Dann brauchen die den Stein nicht drum rumtragen, das Eisen nicht drum rumtragen, sondern können es hier durchtragen. Warum laufen jetzt schon wieder welche mit Fragezeichen rum? Was ist dieses Mal? Farmer. Ach so, das sind die, die ich auf die Felder oben haben wollte. Genau. Ja, ja, das ist in Ordnung. Ich meine, ihr könnt aber ja, doch, ihr könnt ja schon mal anpflanzen, das dauert ja eh ein paar Jahre, bis da geerntet wird, also macht ruhig schon mal. Macht ruhig schon mal, ist okay. So, hier die Häuschen sind fertig geworden, das Lager ist auch fertig, das Lagerhaus ist auch fertig. Das war so, wie ich es haben will. Und dann können wir jetzt hier weiter Orcards bauen. 15 mal 15. So, und danach, da kommt gar nicht mehr noch eins hin, das passt gar nicht mehr. Dann könnt ihr da noch eine Straße drum rumziehen eigentlich. So der Schönheit halber. Ich mach das immer gerne, auch wenn es keinen Sinn macht. Bis dahin und dann hier vielleicht noch die Straße zuziehen. So, wunderbar. Und dann könnt ihr da noch ein Lager hinbauen. Einfach, weil da eine leere Fläche ist. Leere Flächen fülle ich gern mit Lagern. Ich finde das schöner. So wie hier zum Beispiel. Und dann lagern sie halt irgendwas, was sie mal unterwegs mitbringen. Lagern sie dann da ein. So, was bringt uns der Händler? Zeugs. Lauter Zeugs. Brauche ich alles nicht.
Momentan aber echt viele Leute übrig. Wir können mal bei der Kohlemine noch ein bisschen was aufstocken. Die hat mir ein bisschen wenig momentan. Machen wir das mal so. Na gut. Schön, wir sind wieder am Nahrungslimit. Aber ich meine, klar, man kann das höher setzen. Ich kann jetzt sagen, macht's Nahrungslimit auf 100.000, aber irgendwo muss man mal eine Grenze ziehen, weil das Problem ist halt auch, dass unsere Lager alle voll sind und je höher wir das Lager, es ist ja alles immer nur Nahrung da drin und dann hat man irgendwann so viele Lagerhäuser, sind alle voll, das bringt auch nichts. Dann können andere Betriebe da nichts mehr hinbringen, die Produktion wird verlangsamt. Also sage ich lieber, gut, 65.000 ist eine Summe, die finde ich in Ordnung, die reicht erst einmal. Und wenn ihr mehr produziert, dann erntet es halt nicht mehr, aber, ne? Oder wir pausieren halt was, klar, das kannst du auch machen. Du kannst auch einfach erstmal Felder stilllegen eine Zeit lang. Kann man auch machen. Aber so ist doch auch in Ordnung. Einfach das Limit mal haben und dann hat man es halt mal. So, wir haben aber immer noch Leute übrig. Wir haben jetzt immer noch viele Leute, viel Nahrung, viel alles. Und das war wieder mal ein weiterer Part. 360 Leute sind wir schon. Also es steigt stetig weiter. Bald haben wir 400. Freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es dann Richtung 400 geht und Richtung Alkoholproduktion. Euch einen schönen Tag und alles gut. Ich bin raus, euer Walle. Bye, bye.